Ah. So, und jetzt? Hintenrum rein. Vito schickt mich. Du bist Conny, hm? Yep. Conny DeMarco. Hab für Vito ein Auge auf den Schmuggel. Roy Thibodeau ist jetzt zuständig und es läuft richtig scheiße. Warum hat Greco ihn nicht fallen lassen? Wenn's nach ihm ginge, würde er Roy hochgehen lassen. Greco hat Roy nicht ausgesucht, was ihn zur Zielscheibe macht. Trotzdem, Roy versucht von Kuba aus den üblichen Schrott zu verkloppen. Zigarren und Rum. Scheiße, man sagt, die verkaufen sogar Medizin und so ein Zeug an die Kubaner. Greco hat also Stress. Greco dachte wohl, sein Onkel Sal würde nicht so hart mit ihm umspringen. Jetzt macht er allen Druck, auch Roy. Wenn das Geschäft noch schlechter läuft, muss Roy selbst kommen und sich kümmern. Aber Roy hat ein paar Leute hier und da. Mit etwas Überzeugungskraft kriege ich schon was raus. Hast du schon einen von Roys Jungs geschnappt? Die reden bestimmt, wenn man richtig fragt. Wenn man richtig fragt, was ist denn die richtige, ne? Ja. Redensart. Die meisten verstehen nur das, wenn man sie mal richtig kräftig durchschüttelt oder ihnen mal den Lauf einer schönen Waffe vor die Ja, ne? Das ist wahrscheinlich dann sein Wagen, der blaue. Hier da vorne drauf, was für, kann man das lesen? Pioneer? Pionier, ach so. So, wo schickt er, ach du Scheiß, wo sollen wir denn überall hin? Was ist das? River Road, der Arbeiter, Gewerkschafts... Erpressung. Oh, sabotiere Anhänger der Gewerkschaft. Risiko 2, Schaden 3, Bonus, Belohnung, Fragezeichen, Fragezeichen, okay. Hm. Ah, dann fahren. Was war das? Was war das mit dem Totenschädel? Gewerkschaftspressung. Erledige Vollstrecker der Gewerkschaft. Ja. Sabotiere, okay, wir sollen also erstmal. Der Pickup ist nicht der schnellste. Danke fürs Warten, Bro. Hier ist eine Bushaltestelle. Also wo kommt dann der Bus? Pack mal weiter hier vorne, damit es nicht auffällt. Soll ich jetzt erstmal in den Laden rein? Will mal gucken, was ist hier. Oh, guck. Und auf einmal kommt dann. Hier geht aber ziemlich die Luzi ab, was? Immer schön, Sie zu sehen, mein Herr. Was denkst du dir eigentlich? Dass ich hinten rausgehe. Hast du den Verstand? Schütze, hat's mit der Angst bekommen. Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Wir haben einen Allemann in Deckung! Ich brauche Hilfe! Irgendein Irrer schießt hier alles zusammen! Ja, in Position. Lass es uns hier. Alle weg hier,
Scheiß Zeugen. Ja, genau. Auf einmal haben sie es wieder auf mich abgesehen. Ist klar. Die scheiß Gewerkschaft. Scheiß Zeugen. Oh! Yo! Warum rennst du nicht? Was hat der denn da hinten? Okay, ich bin irgendwo oben und die sind wahrscheinlich unten. Ja. Ist das was Gutes oder was Schlechtes für uns? Geh in Deckung! Da, schnappt ihn euch! Ich brauche Unterstützung! Okay, ihn! Ich suche mit Deckung. Er fährt unsere gesamte Gruppe aus. Du bist tot und merkst es nicht. Ich spreche ihm sämtliche Knochen. Hab ich jetzt. Oh Mann. Das war jetzt echt knapp. Das war knapp. Okay, besser so. Ich liebe es. Einfach seinen Qualen zu erlösen. Kohle. Ach jo, wir sollen ja Schaden machen. Das kennen wir ja schon. Das haben wir ja schon mal ja so gut gemacht. So, das ist jetzt der Laster. Oh, ist das geil. Das nenne ich mal Kohle. Okay, jetzt haben wir Schaden gemacht. Verbleibender Schaden 30.000. Nichts drinne. Ist hier kein Kasten, wo man mal vielleicht links anbringen könnte? Ein Sicherungskasten?
Wo ist denn mein Auto? Steht das? Nee, das habe ich da geparkt, ne? Mann, jetzt bleibe ich unter der scheiß Treppe. Ja! Das gibt's nicht. Da waren aber viele. Oh, da waren aber viele. Du. So, ich würde sagen, bevor wir da jetzt weitermachen, mache ich jetzt gleich erstmal eine Aufnahme. Stopp. Und ja, ihr wisst ja, wie es weitergeht. Von der würde ich sagen... Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Virus. Macht's gut. Ciao mit V. Hallo Freunde des Geilen Shorts. Willkommen zurück hier auf Mafia 3. Jawohl. Wir sind hier an der Stelle, wo wir abgekratzt sind. Ja, da so bei der Gewerkschaft. Aber wir sind jetzt bei uns im Unterschlupf, weil Speicherpunkt an den Docks waren, was wir als letztes erobert haben. Oben in dem Büro. Jetzt bin ich erstmal nach Hause gefahren, um meine Portemonnaie, also meine 4000 Quarktaschen leer zu machen. Und jetzt suche ich mir mal als Golfer. Machen wir uns, glaube ich, nicht großartig die, ne? Was haben wir hier? Kampf. Oh, da. Nee, so sieht er aus wie Rambo. Der gerade aus diesem Städtchen auch mit. Ja, nein. Speziell. Haben wir das noch? Kriegen wir das? Oh, guck mal. Ne, das kriegen wir noch nicht. Was haben wir? Als Bulle? Ne, ich tendiere mal eher dazu, dass ich das nehme. Genau. Da ich mal Bock. So. Was haben wir denn unsere nächsten Ziele? Also, ich habe da mal geguckt, ob wir ein Ziel auszusuchen. Es funktioniert nur, wenn ihr draußen oder im Auto gerade mal ein paar Meter gefahren seid, oder? Und, ja, mittlerweile, ja, ne, wir haben ja auch eine andere Karre jetzt, anstatt diesen orangenen Wagen, ne, Casey? Das ist doch mal ein geiler Schlitten hier. Aber damit würde ich mit dir mal die Weiber aufreißen gehen. Ha, aber schön, dass es so ein Zweisitzer ist. Ja. So. Da sind wir jetzt. Wir müssen jetzt wieder. Was haben wir denn? Ausrufezeichen. Schmugglerware, störe die. Okay, das heißt, das wird, da sollten wir hin. Gut, dann fahren wir da mal hin. Wegbuch setzen. Mal gespannt. Aber warte mal, Steuerung. Ihr will wohl, dass ich einen Herzanfall bekomme. Ja, definitiv. Ach, ich habe auf die Karre geguckt, die da gerade vorbeigefahren ist, ob das ein Hammer war. Und dann bin ich gegen die, ja, geil. Ich suche ja immer noch den Wagen. Verfolgen. Du kannst einige Gegner verfolgen, damit sie dich zur Sonderzielen führen. Behalte die Verfolgungsanzeige im Auge. Fährst du zu dicht auf oder lenkst du ihre Aufmerksamkeit auf dein Fahrzeug? Oh, Entschuldigung, ich bin ans Mikrofon gekommen. Füllt sich diese Anzeige und deine Ziele fliehen. Okay. Das würde mich mal interessieren. Was das?
Weiß doch nicht, welche Anzeige wo auf. Da ist so ein Polizeiauto. Warten wir erst mal. Ja, scheiße, jetzt ist er weg, oder was? Ach, Kacke, Mann. Ich wollte ein bisschen Abstand halten. Ja, so schnell geht das. Lass doch auch mal diese scheiß rote Karre weg. So, da steigen wir mal aus. Nigger-Prediger in Memphis. Sieh dir doch an, was nach diesen Attentaten los war. Amerika schlittert in einen Rassenkrieg. Schwind deinen Arsch hier raus. Ja. Ja, weiter so. Du Hauptsache am Leben. Und? Der Typ hat's auf uns abgesehen. Guck doch. Ja. Der Gleis ist. Von uns geht da keiner mehr raus. Ich will nicht sterben. Lieber Gott, bitte! Scheiße, ist meine Munition an. Oh, Scheiße! Schaff mir dieses Arschloch vom Hals! Hier. Ich habe einen Wahnsinnigen am Hals! Achtung, wir haben eine Meldung über einen bewaffneten. So, da haben wir den. Schaut doch mal nach. Ach so, ich muss gedrückt halten. Oh. Du erzählst mir jetzt von Roys Schmuggler-Deals. Der Boss versucht, Medikamente für teures Geld nach Kuba zu schmuggeln. Ich weiß, wo sie verschifft werden. Kuh, was? Meine Crew meldet sich. Da war schon wieder diese Schmugglerkarre. Der Verdächtige wurde im Bayou gesichtet. Na, wo fahre ich denn hin? Die Karre hat nichts drauf, gib mal Stoff, Junge! Ja! Ich muss hier weg. Hüterauge. Oh, Scheiße, wo fahre ich denn? Hi Elvis! Sorry, ja, Elvis ist gut. Ich muss aber hier vorbei. Wow. Ach nee. Nein, da. Was machst du denn? Umgebung eingeleitet. An alle Einheiten.
Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Oh, überall sind die scheiß Cops, Alter. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Wow. Du musst doch nicht auf die Straße springen, du dumme Kuh.